Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Loot Chest Unboxing. Und wie ihr vielleicht auf dem Karton erkennen könnt, es ist die Loot Chest Plus. Hier unten an dem kleinen Aufkleber zu erkennen. Ich habe mich dazu entschlossen, doch auf die Plus umzusteigen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir hinterher dann ein Unboxing-Video angucke und feststelle, dass da irgendein tolles Item dabei ist, ärgere ich mich nur, dass ich es nicht bestellt habe. Und ja, deswegen war ich bereit, das bisschen mehr Geld auszugeben und habe jetzt die Plus. Gut, wie gehabt, original verpackt und das machen wir jetzt gemeinsam auf. So, dann schauen wir doch mal rein. So, also es ist einmal wieder das Lootbook, wie das letzte Mal auch, jetzt in der neuen Größe, die Novemberbox. Ich meine, jetzt ist das auch, ich glaube, die letzte war doch, war die Septemberbox. Ich glaube, Oktober hat jetzt gefehlt, kann das sein? Muss ich nochmal genau nachgucken. So, und drin wieder in dem schönen blauen Loot Chest Papier eingepackt. Und dann schauen wir doch mal rein, was wir hier Feines drinne haben. So, zum einen lacht mich da schon mal das Hylia-Schild von The Legend of Zelda an. Wie man hört, eine Minzdose. So wie in der, ich glaube, das war die erste Box, die ich hatte, von die Mario Candies. War das die erste? Kann sein. Ich glaube schon. So, haben wir aufgemacht. Dann schauen wir mal rein. Ja, schöne, kann man das erkennen? Ja, schöne kleine Minze. Gut, sehr schön, guter Anfang. Gut, dann haben wir als nächstes hier, Batman, The Batman, die neue Serie da, Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob man es besser erkennen kann. Das sind Magnete. Und zwar so, ja, wie diese Schlüsselanhänger, wo ich auch die Piranha-Pflanze zum Beispiel von habe. Die so ein bisschen so gummiartig oder so sind und auch leicht geprägt. Die sind schick, auf jeden Fall. The Batman, der eine ist ein bisschen dreckig leider. Aber das könnte man, glaube ich, ein bisschen ab. Ja. Nee, auf jeden Fall. Schicke Sache. Zwei schöne Batman-Magnete. Gut. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert ganz gut da. So, dann haben wir als nächstes ein Herz als Schlüsselanhänger. Pixeliges Herz, könnte zum Beispiel Minecraft sein oder einfach nur Pixel halt. Ein Herz, Schlüsselanhänger, nett. Jetzt habe ich wieder nett gesagt. Schön. Gut, dann haben wir was von Pac-Man. Ach, das ist ja geil. Salz- und Pfefferstreuer. Die beiden Geister von Pac-Man, zwei der Geister als Salz- und Pfefferstreuer. Holen wir sie mal raus. Den roten hier. Aha, aha. Schön. Das könnte ein S sein für Salz. Was man also erkennen kann, ja. Ich kann mich auch täuschen, mal gucken, ob hier jetzt ein P drauf ist. Ansonsten ist einfach nur, ja doch, das dürfte ein P sein. Ja, dann ist das hier der Pfefferstreuer. Da erkennt man auch das P. Mal nebeneinander halten. S und P. Jetzt sieht man in der Spiegelung auch die beiden Scheinwerfer, die ich habe. Okay. Salz- und Pfefferstreuer. Coole Sache. Könnte mir sehr gut. Gut. Was haben wir als nächstes? Die hätte ich natürlich gleich rausholen sollen. Eine Pop Heroes Wintermütze mit Batman drauf. Ja, und wie immer, egal wie bescheuert das aussieht, ich setze auch gleich auf. Ja, ja. Die Ohren soll ich vielleicht noch drunter setzen, sonst habe ich abstehende Ohren. Die ist ganz schön eng. Mein dicken Wasserkopf. Ja. Das ist, glaube ich, nicht ganz gerade, aber so. So. Gut, cool. Und als letztes. Nein, halt. Also was noch drin. Hier lege ich mal wieder rein. Als vorletztes. Game of Thrones. Die Mystery Vinyl Figures. Edition 1. Und ja, wie immer, wir schauen auch gleich mal rein, wen wir haben. Game of Thrones. Hm.
So, Müll. Und ja, die sind natürlich jetzt wieder hier zugeklebt, dass man es aufreißen muss. Gucken wir auf, wie viel was in dir drin ist. Ja, zack. Und wie immer nochmal eine kleine Plastiktüte verpackt. Naja, ich habe jetzt keinen Bock zu ertasten. Schneiden wir einfach auf und gucken nach. Und es ist. Es dürfte Ned Stark sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Blick, das könnte. Der Mantel auch, das dürfte Ned Stark sein, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ja, also ich würde sagen, das ist Ned Stark. Ja, coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, eine Kleinigkeit ist noch drin. Los Polos Hermanos. Ein kleiner Button. Kann man nicht so gut erkennen. Ist zu klein. Auf jeden Fall zwei menschliche Hühner abgebildet. Los Polos Hermanos. Gut. Das war's. Das, was drin ist. Dann schauen wir uns noch das Lootbook an. Und lesen ein bisschen daraus vor. Neuer Monat, neue Loot-Chest. So langsam beginnt die kalte Jahreszeit. Da wir euch auch in diesen frostigen Tagen nicht allein lassen wollen, haben wir euch zur Unterstützung etwas Wärmendes in die Box gepackt. Das dürfte die Mütze sein. In dieser Ausgabe des Lootbooks wollen wir euch auch ein paar unserer geliebten Looter etwas näher bringen. Wollt ihr auch im nächsten Lootbook erscheinen? Sendet uns einfach ein Bild von euch mit eurem Loot oder ein lustiges Bild von eurem Loot an showme@lootchest.de. So then, let's loot. So. Flup. Fellow Looter. Okay, da sind ein paar Bilder von Lootern abgebildet. Kann ich auch mal zeigen dann hier. Da. Kleine Geschichte anscheinend auch. Noch mehr so. Was hier, Leserbrief oder so. Die lese ich jetzt aber nicht vor. So, dann kommen wir zum Inhalt. So, das ist der Hero Beanie, den ich hier auf dem Kopf habe. Marktpreis 17,99. Ganz klare Sache, Winter is coming. Hier hast du die Chance auf eine von vier beliebten Superhelden im Funko-Design. Passend für jeden Nerd, bringt dich definitiv gut durch den Winter. Es gibt Batman, Superman, The Joker und Green Lantern. Und ich denke, bin ich mit Batman eigentlich ganz gut bedient. Wie gesagt, ja schon mal öfter erwähnt, mein Lieblingscharakter bei den Superhelden. So, dann die Game of Thrones Mystery Mini. Marktpreis 12,99. Game of Thrones, eine der beliebtesten Serien der Zeit, kommt hier im Minifigurenformat. Alle beliebten Charaktere sind vertreten. Natürlich auch die unbeliebten. Joffrey sind dabei. So, dann haben wir die Zelda-Mints. Hier. 4,99. Das gute altbekannte Hylian Crest-Logo auf einem Hylian-Schild. Als wenn das nicht schon genügen würde, ist sogar noch eine kleine Überraschung mit in dieser Dose. Dann das 8-Bit-Heart. Das ist genau Pixel-Herz hier, das 8-Bit-Herz. 4,99. Man sagt doch immer, man sollte alles mit Herz machen. Wir nehmen uns das zu Herzen und bieten euch hier eine 8-Bit-Herz-Variante für den täglichen Gebrauch. No. Dann die Superhero Magnet. Magnet. Das sind die beiden Batman-Magnete. 9,99. Kennt ihr das? Ihr wollt unbedingt etwas an eurem Kühlschrank oder an eurer Heizung befestigen? Ja, wir kennen das Problem. Aber hier gibt es nun die passende Abhilfe dafür. Und dann schließlich noch Breaking Bad Button. 2,99. Heisenberg und Jesse kümmern sich fleißig um ihr Meth mit einer unerreichten Reinheit von 96,2%. Versucht das erstmal nachzumachen. Von der blauen Farbe mal ganz zu schweigen. Genau, da gibt es einmal die hier. Ich muss gestehen, ich will die Serie unbedingt sehen. Hab's aber bis jetzt noch nicht gesehen. Hab zwar die erste Staffel hier, aber noch keine Zeit gehabt zu gucken. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Deswegen konnte ich mit diesem Los Polos Hermanos auch nicht unbedingt was anfangen. Konnte das nicht mit Breaking Bad in Verbindung bringen. Aber gut. Und es gab noch drei andere Buttons hier, die man hätte haben können. So, und das Plus in der Box sind eben die Salz- und Pfefferstreuer von Pac-Man. Pac-Man Salt and Pepper. Marktpreis 12,99. Könnt ihr euch vorstellen, dass unser guter alter Freund Pac-Man schon über 34 Jahre alt ist? Okay, nach all den Jahren ist er ein wenig rund geworden, aber er macht immer noch eine super Figur. In Zukunft werden euch zwei seiner Verfolger auch beim Essen auf den Fersen sein. Blinky und Inky stehen euch mit Salz und Pfeffer zur Seite. Ja, schön. Also, eine schöne Box. Gefällt mir sehr gut. Plus-Artikel finde ich auch cool. Bin froh, dass ich die Plus-Box mir geholt habe. Meine, es wäre jetzt nichts gewesen, wo ich mich geärgert hätte, wenn ich es verpasst hätte. Aber bin, wie gesagt, trotzdem froh, es gemacht zu haben. Und bin gespannt, was sonst noch so kommt. Und ja, ich würde sagen, das war's.
setze jetzt auch gleich die Mütze ab. Kommen wir uns etwas dämlich vor. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.